Ich bin und heiße Wolfgang Meidlinger. Bin geboren in Deutschland 1940, bin mit 20 Jahren in die Schweiz und reise sehr viel in der Weltgeschichte herum. Und das Leben macht mir sehr viel Spaß. Auf den Punkt genau kann ich es nicht sagen, aber es sind so 165, 167 Länder sind das, die ich bereist und meistens mit dem eigenen Auto. Mit dem alten Auto, man hat schon ein kleines Handicap, da ist keine Klimaanlage drin, aber der Reiz, dieses zu machen, ich bin da einer der wenigen, die in dieser glücklichen Situation sind, mit so einem alten Auto tausende von Kilometern in Sand, in Staub zu fahren, da nehme ich dann ein bisschen Hitze gerne in Kauf. Wenn mich jetzt jemand fragt, der wenig reist oder anfangen will zu reisen und Afrika macht, würde ich also ihm Namibia vorschlagen. Denn hier sind die Straßen gut, hier hat es viele Campingplätze, hier hat es Lodges und Hotels, man bekommt alles, es ist sauber hier, einigermaßen sicher auch noch. Und da würde ich den Leuten sagen, sie sollen einmal das mit Namibia probieren. Also was mich ganz besonders reizt an Namibia, das ist das große, weite Land, in dem Land eigentlich relativ wenige Menschen leben. Und wenn man nicht gerade auf einer Hauptroute sich bewegt, sondern ein bisschen auf einer Nebenstraße, dann kann es passieren, dass man 500, 600 Kilometer fährt und man sieht vielleicht 5, 4 oder gar keine Autos. Und die Landschaft rechts und links mit den Tieren, einfach fantastisch.